Hallo, ich bin's, euer Carsten, und auch in diesem Video möchte ich euch herzlich begrüßen zu einer neuen Orchideenbeschreibung hier auf meinem Kanal Alemann Tropical. Ich hatte es ja schon erwähnt im letzten Video, und zwar möchte ich das heutige Video über Oncidium cebolletta machen. Oncidium cebolletta ist eine Art, die von einigen Botanikern in die Gattung Trichocentrum eingegliedert wird, also Trichocentrum cebolletta. Aber auf meinem Etikett steht immer noch der alte Name Oncidium. Das tut meiner Meinung nach der Sache auch keinen Abbruch. Ihr könnt das Teil schließlich nennen, wie ihr möchtet. Ja. Wichtig ist, dass die Pflanze schön ist, und das ist sie allemal. So, hier haben wir jetzt den Blütenstand von Oncidium cebolletta. Wie ihr seht, sehr kompakter Blütenstand, sehr kopfig. Die Blüten an sich sind relativ klein, also etwa 1,5 cm hoch und 1 cm breit. Sehr knallige Farbe, knallgelb. Die Lippe ist dreigeteilt, also segmentiert. Also diese zwei gelben Öhrchen, die ihr da links und rechts seht, das sind Teile der segmentierten Lippe bzw. Labellum. Die inneren und äußeren Blütenblätter sind von der Grundfarbe her eher in einem schmutzigen Gelb gehalten, aber mit sehr vielen ganz kleinen roten Punkten übersehen. Also insgesamt eine sehr gelungene Komposition. Also ich finde die Pflanze richtig toll, und vor allem dieses leuchtende Gelb, das sticht mir von ganz weitem ins Auge. Auch die Pflanze an sich ist sehr bizarr. Ich versuche mal hier, ich hoffe, die Kamera zieht scharf. Tut sie nicht, warum auch immer. Jetzt könnt ihr das sehen, diese kleine Murmel hier, das ist die Pseudobulbe. Und dementsprechend ist das hier das dickfleischige, sukkulente Blatt, also quasi das Speicherorgan dieses Oncidiums. Normalerweise ist es ja so, dass eher die Pseudobulben die Speicherorgane sind. Die sind dick und rund, und die speichern das Wasser für die lange Trockenzeit. Hier ist es genau andersrum. Die kleinen murmelartigen Pseudobulben, die sind relativ klein und sind nicht in der Lage, viel Wasser zu speichern. Aber die Blätter sehr wohl. Das Blatt hat auch eine große Furche. Kann man das sehen? Die Kamera zieht nicht scharf. Jetzt eine große Furche. Das ist wie eine Fuge, muss man sich das vorstellen. Im Laufe der Evolution hat sich das Blatt immer dicker und fleischiger geworden, hat sich quasi um sich selbst gedreht und hat sich dann hier vereint. Und das sind quasi die linke und die rechte Seite dieser Furche, sind, kann man sich quasi wie die Blattränder vorstellen. Und wer weiß, im Laufe der Evolution, in den nächsten paar hunderttausend Jahren, kann es auch sein, dass sie sich noch weiter vereinen und dann, dass es dann ganz randig ist, also quasi keine Furche mehr zu erkennen ist. Aber wer weiß das schon. Fakt ist, das Blatt, so wie es jetzt ist, ist definitiv schon sehr stark angepasst an sehr trockene, sehr extreme Habitate. Und diese Pflanzen müssen in der Trockenheit, also quasi in der regenarmen Jahreszeit, etwa 5 bis zu 7 Monate Trockenheit aushalten. Ohne Regenfälle, oder zumindest sagen wir mal so, ohne nennenswerte Regenfälle. Und die leben dann quasi gerade am Ende der Trockenzeit, überleben diese Pflanzen nur noch von dem Morgentau, der in diesen Breitengraden herrscht, und natürlich von dem gespeicherten Wasser in den Blättern. Oncidium cebolletta ist eine Oncidium-Art, die ein sehr weites Verbreitungsgebiet hat. Wahrscheinlich ist es das Oncidium mit dem größten Verbreitungsgebiet überhaupt. Das geht nämlich in Mexiko los, über ganz Zentralamerika, bis weit, weit nach Südamerika hinein, bis runter nach Südbrasilien, Paraguay, das nördliche Argentinien, Uruguay etc. Da kann man diese Orchideenart finden. Dementsprechend, bei einem so großen Verbreitungsgebiet, ist es auch nicht verwunderlich, wenn die Pflanzen etwas variieren in Blattgröße, Blütengröße, eventuell auch Blütenfarben etc. Und so auch bei Oncidium cebolletta. Ich habe euch nochmal eine andere Standortform mitgebracht von Oncidium cebolletta. Ist ein richtiger Kaventsmann, ein Riesenteil, ja, könnt ihr das sehen. Auch
Der Blütenstand ist ganz anders, also es ist ein langer, langschwingender, schweifender Blütenstand. Auch die Blüten sind nicht so kompakt, der Blütenabstand ist viel größer. Auch die Blütenfarbe etwas, die sind etwas heller. Und auch, ich bilde mir ein, auch etwas größer, also ja, würde ich sagen. Die sind, vielleicht ist es auch eine tetraploide Form, das kann gut sein, also mit vierfachen Chromosomensatz. Das hat man ganz oft bei Orchideen, gerade mit sehr großen Blüten bei Cattleyas, da sieht man oftmals die Bezeichnung hinten 4N. Das steht für vierfacher Chromosomensatz, also tetraploid. Das sorgt für großen Wuchs. Ich kann auch mal hier das nebeneinander halten, könnt ihr das sehen? Also der große Unterschied, der ist schon frappierend. Definitiv. So. Bleib sitzen. So. So, was gibt es jetzt zur Kultur zu erzählen von Oncidium cebuietta? Wie ich ja schon gerade gesagt habe, diese Pflanze wächst an sehr extremen Standorten. Und zwar habe ich diese Pflanze schon sehr oft in der Natur gesehen. Und sie wächst da dort in den oberen Baumwipfeln. Und muss man ja Folgendes wissen. Zur Trockenzeit neigen die Bäume hier dazu, die Laubbäume, ihr Laub abzuwerfen. Also die meisten Laubbäume sind in der Trockenzeit blattlos. Und dementsprechend sind diese Pflanzen dann in voller Sonne. Ja? Zur Trockenzeit ist auch der Himmel nicht so sehr bewölkt. Also der Himmel ist strahlend blau. Und die Blätter, also das schützende Blattdach der Bäume, wo die Pflanzen drauf wachsen, ist weg. Und dementsprechend werden diese Pflanzen, man kann es schon so sagen, während der Trockenzeit wirklich in der Sonne gegrillt. Und dementsprechend kann man davon ausgehen, dass diese Pflanzen sehr robust sind. Das sind sie auch in Kultur, definitiv. Sie brauchen zwar, wenn sie gegossen werden, viel Wasser, aber dann müssen sie wieder schnell abtrocknen. Deswegen habe ich sie auch auf einem Brettchen aufgebunden. Alle meine Oncidium cebuiettas, ich habe glaube ich 3 Stück oder 4 Stück, die habe ich alle auf entweder so Brettchen aufgebunden oder halt wie hier auf einem Stück Eukalyptus, ja, so ein Stückchen Eukalyptusstamm. Und das mache ich aus dem Grund, damit die Pflanzen schnell abtrocknen, weil wenn ich morgens gieße, dann ist dieses Brettchen am Abend auch wieder knochentrocken. Je nachdem, wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist, trocknen sie dann schneller oder auch etwas langsamer ab. Wenn ihr das hier sehen könnt, ich gebe auch also beim Aufbinden, das mache ich immer mit Sphagnummoos. Das fragt mich nicht warum, aber Sphagnummoos wirkt Wunder bei der Bewurzelung von Orchideen. Also ich mache auch gern, wenn ich Orchideen topfe, immer ein bisschen Sphagnum so um die neuen Bulben herum. Das befördert aus irgendwelchen Gründen die Wurzelbildung und so auch auf dem Brettchen. Also Sphagnum ist immer dabei. Aber niemals das Sphagnum oben drauf packen. Immer Brettchen, Sphagnum und dann die Orchidee quasi auf das Sphagnum setzen. Und dann, hier habe ich jetzt Nylon genommen. Mit Nylon einfach die Pflanze fixieren. So, dementsprechend, ich gieße diese Pflanze 1 bis 2 Mal die Woche. Da sie auf dem Brettchen sind, trocknen sie schnell wieder ab. Also ich könnte sie wahrscheinlich auch 3 Mal gießen, aber mehr brauchen diese Pflanzen nicht. Wie ihr auch seht, die Bulben hier sind prall. Das heißt, ich habe sie gut am Anschlag mit Wasser. Aber ich habe sie auch in einer sehr extremen Ecke hängen. Nämlich die hängen bei mir da am Schattierleinen. Da an dem Drahtseil, was ich gespannt habe, wo der Schattierleinen drauf ist. Das heißt quasi, die sind etwa bis 12:30, also mittags 12:30 sind sie in der vollen und ungefilterten Sonne. Da knallt die Sonne ungebrochen drauf. Und dann ab mittags, wenn die Sonne übers Schattierlein wandert, bekommen diese Pflanzen dann 50% Schattierung durch das Schattierlein, wie gesagt. Dementsprechend haben die Pflanzen eine sehr gute Aussonnung bei mir. Ihr könnt das auch hier sehen an der Farbe der Blätter. Das ist so ein rötlich-brauner Überzug. Das bekommen diese Pflanzen nur, wenn sie volle Sonne bekommen, also sehr hohe Lichtwerte. Im Schatten sind diese Pflanzen in der Regel grün. Und hier kann man auch die purpurfarbenen Pünktchen entdecken. Wenn die Pflanzen grün sind, weil sie im Schatten kultiviert wurden, kann man das besser erkennen. Hier sieht man das nicht so gut, aber ist auch egal. Dementsprechend haben die Pflanzen bei mir gute Luftbewegung, da geht der Wind rein, also die trocknen sehr schnell ab und da ist es auch sehr warm, einfach durch die Sonneneinstrahlung etc. Das heißt,
zwei bis dreimal die Woche gieße ich, und das ist definitiv nicht zu viel für so eine Pflanze. Wenn sie jetzt im Topf wäre, was ich nicht empfehle, aus den eben genannten Gründen, sollte man sie sehr, sehr, sehr sparsam gießen, beziehungsweise das Substrat so auslegen, dass die Körnung so groß ist, dass die Pflanzen auch nach einem kräftigen Gießen nach spätestens 2 Tagen wieder abgetrocknet sind. Ja? Also die faulen ganz schnell, die Wurzeln, definitiv. Die haben auch keine dicken, fleischigen Wurzeln wie Cattleyas, die haben relativ feine, also kleine Wurzeln, vielleicht so 2 mm breit, ja. Also die versaufen schnell. Deswegen, ich würde sie aufbinden mit ein bisschen Moos und dann schön sonnig hängen. Da könnt ihr nicht viel falsch machen. Das ist eine Pflanze, die kommt in der Natur, ja, in fast allen Höhenlagen vor, also von Flachland 150 Meter bis in relativ hohe Gefilde auf knapp 2000 Metern. Kann man diese Pflanzen auch noch finden? Naja, wahrscheinlich eher 1700, 1800 Meter bis 2000 werden sie wahrscheinlich nicht hochkommen. Kommt drauf an, welche Region. Also es wird wahrscheinlich auch Regionen geben in Südamerika, wo die vielleicht bis auf 2000 Metern hoch vorkommen. Das weiß ich nicht. Also ich habe die Pflanzen schon ganz oft in der Natur gesehen, meistens so auf um die 1000 Meter über dem Meeresspiegel. Ja? Was kann ich noch zu dieser Pflanze sagen? Dementsprechend würde ich sie aufgrund der Tatsache, dass sie eher in tiefen Höhenlagen vorkommen, bis in mittlere Höhenlagen, eher warm kultivieren. Also ich würde mal sagen so 25 bis 35 Grad. Also 35 Grad, das können die auch ab, ist kein Problem. Sollte aber dann nachts auch wieder absinken, die Temperatur. Ja, so ich würde mal sagen 17 bis 20 Grad Nachttemperatur ist ganz gut. Und tags, wie gesagt, 25 bis sogar 35, das können die ab. Die müssen noch ganz andere Sachen aushalten am Naturstandort, da ist kein Problem. Aber man muss ja in der Kultur die Pflanzen nicht so sehr stressen wie am Naturstandort. Da, deswegen würde ich immer empfehlen, in Kultur immer ja, die Pflanzen ein bisschen, ich will nicht sagen verweichlichen, aber ihr müsst sie ein bisschen mehr streicheln. Ja? Also die müssen, ihr müsst sie nicht halb tot quälen. Sie würden es zwar überleben und in der Natur müssen sie das auch überleben, aber die Pflanzen werden dann auch unansehnlich, werden runzelig und werden dann auch, ja, die kommen auch nicht so richtig in die Gänge. Also lieber in Kultur ein bisschen mehr Wasser fahren, nicht übergießen, ja. Ein bisschen mehr Wasser fahren, ein bisschen anpassen, ja. Und auch vielleicht nicht ganz so extreme Lichtwerte geben, wie sie das in der Natur aushalten müssen, ja. Das sind so meine Tipps. Ich versuche mal hier die Pflanze in die Kamera zu halten. Dementsprechend düngen tue ich sie auch nicht besonders. Also ich dünge sie ganz normal, wie meine anderen Orchideen auch. Also nichts Besonderes. 1 Gramm Dünger pro Liter alle 1 bis 2 Wochen, je nachdem. Die Pflanzen sind jetzt noch nicht im Trieb, wie ihr sehen könnt. Also die wird dann nach der Blüte einen neuen Trieb schieben. Eine neue Pseudobulbe und ein neues Blatt. In der Regel machen sie immer bloß ein Blatt auf einmal, also das sind keine Pflanzen, die sehr stark wachsen. Ist auch nicht verwunderlich, wenn sie auch so, an so extremen Standorten vorkommen, dann ist das Wachstum eher spärlich. Diese Pflanzen sind wahre Überlebenskünstler und ich finde sehr kulturwürdige Orchideen, einfach aufgrund dieser bizarren, ja, Blätter, zylindrisch, spitz, also die schauen wirklich, diese Pflanzen machen sich auch gut auf einem Kaktus, ja, also es gibt ja Leute, die binden oder die setzen sie auf Kakteen drauf etc. Das kann man auch machen. Also auf jeden Fall in einem Kakteengewächshaus, so an der Wand machen die sich ganz gut. Man sollte sie halt, wenn es sehr heiß ist, halt öfters mal übersprühen. Aber ansonsten muss ich sagen, sehr einfach zu pflegende Orchideen. Und ich bin begeistert von dieser Oncidium Cebolleta. Und bis zum nächsten Mal, euer Carsten. Hier nochmal ein Abschiedsgruß. Kamera zieht schön scharf, sehr gut. Tschüss!